Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. Auch dir, Red Diamond, Hallihallöchen. Haha. So, Kollege, das ist das, was du wolltest, oder? Genau so wolltest du es haben. Warum ist das schon wieder so schnell hier? Weil ich Shift gedrückt habe, ja. So. Also. Wir gehen in den. Das ist der Bus. Das ist das Seil. Das ist er hier, oder? Ja. Und wir gehen in ihn hier. Okay, es ziehen beide. Dem krepiert schon die Kupplung. Ja. Offensichtlich. Hot Release wird angezeigt. Ist das nö. Alles gut, nur die Kupplung über. Nur die Kupplung überlaufen. Der hier ist aus noch, ne? Ja. Gut. Also, dem raucht ziemlich übel die Kupplung ab. Der Bus hat die Handbremse noch gezogen. Was ist, wenn wir die aufmachen? Kriegen wir es dann gezogen? Wir testen es mal nochmal. Das ist er hier, ne? Okay, mal testen. Das ist dann er. Der Bus hat keine Handbremse mehr angezogen. Okay, mit den Dingern wird das nichts. Das wird nichts. So, pass auf. Wie kann ich hier alle Knoten wieder? Ich muss aufs Seil, oder? Falsches Seil. So. Achso, er möchte jetzt gern wegfahren, ne? Was denn? Das andere war's, ne?
alle verbundenen Knoten lösen. Was war denn das? Das war die Stoßstange. Jetzt ist es weg. Tschüss. Ich helfe ihm mal. Oh. Ich glaube, er hat jetzt auch einen Motorschaden. Kann das sein? Ach ja. Das ist das eine Seil. Das kommt jetzt weg. Das ist der Bus. Und das Busseil, ne? Das ist der hier. Der muss leider weg. Und das ist der hier. Und da schleppen wir jetzt mal was rein. Also zwei Ibichu Firlefanzis haben nicht gereicht. Und ja, du weißt, ich habe deinen Namen jetzt gerade vergessen. Ich kann da bestimmt 10 Stück davor hängen und der Bus bewegt sich immer noch nicht. Also, und das wäre mir einfach dann zu viel Arbeit, das dauert zu lang. Wir probieren es anders. Wir haben ja ein Spezialfahrzeug, das ziemlich schnell ist. In Silber. Das ist unser silberner gelber Engel. Der nicht silber ist, sondern schwarz. Macht nichts. Wir können die Farbe hier nochmal ändern. Oh, auch ein schönes, dieses Braun. Ah, komm, wir nehmen den in Grau. Grau ist auch gut. So, pass auf. Wir brauchen einmal eine Anhängerkupplung, ne? Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wüssten, aber wir brauchen hier eine. Wir haben hier gar keine Trailer. Oder? Wir haben hier gar keine Anhängerkupplung, ne? Mm-mm. Okay, dann müssen wir uns anders behelfen und hoffen, dass es hält. So. Wir machen Helferlein aus, dass wir gleich richtig Power haben. Dann machen wir die Rekuperation. Machen wir auch aus. Gut, dann wechseln wir einmal hier. Der Bus ist jetzt ungebremst. Oh, die Bremse mal zu. Dann brauchen wir unser Seilchen. So, das ist die falsche Seite. Ja, das hier ist richtig. So,
Dann schauen wir mal, können wir das hier unten irgendwo ranmachen? Hier vielleicht. Ich weiß nicht, ob das an der Stoßstange jetzt dran ist. Also die Bremse ist zu vom Bus. Hat er halt vergessen. Okay. Wir schauen mal. Ob sich hier was tut. Ups. Was ist denn das da? Ah, so. Das war dann wohl die Stoßstange, ne? So, Seilchen. Ich müsste dann mal hier die Knotung lösen. Hat funktioniert. Das Ding können wir wegschmeißen. Brauchst du nicht mehr, oder? Ich schmeiß mal hier rüber. So. Gut. Ja, dann komm mal nochmal ein Stück zurück. So. Seilchen. Da haben wir's. Frage: Können wir hier irgendwo da Motor? Hey, wo sind wir jetzt dran? Sind wir irgendwo dran? Ja, tatsächlich. Also er ist drauf und dran, aber... Aber er tut sich schwer. Upsi. Hoppala. Okay, also mit angezogener Bremse, keine Chance. Wir machen die Bremse auf und versuchen es nochmal. Und wir machen mal ESC aus, an, so. Und los! Okay, ist die Regel zu viel. Der Bus erwackelt. Wo ist...
Da ist er. Also, er wackelt so ein bisschen hin und her. Red Diamond, jetzt weiß ich wieder, wie er heißt, beantwortet das deine Frage. Wir versuchen gerade mit dem stärksten Porsche hier im Land den Bus zu ziehen, der nicht mal die Bremse zu hat. Gut, wir können ihn schieben. Oh, er rollt. Oh, oh. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Die andere Pistole ist gebrochen, ne? Okay. Noch steht der Bus. Wir hoffen einfach mal, dass er nicht... Seilchen legen wir mal dahin. Und Bus ist noch da. Okay, Bus steht noch. Ah, wir brauchen was anderes. Wir brauchen was Stärkeres. Der Mach-E war ja auch relativ kräftig. Aber vielleicht müssen wir eher in so eine Richtung gehen. Haben wir hier irgendwas Krasses dabei? Den könnten wir mal probieren. Nur mal so. Hat der eine Anhängerkupplung dran? Nein, aber wir können ihm doch bestimmt eine verpassen, oder? Da müsste doch was gehen. Towhitch. Receiver Hitch. Ja, genau. Die wollte ich haben. So, das scheint ein ziemlich garstiges Biest zu sein, dieser Roamer. So wie der rumtuckert. Das war nichts. Wir machen es mal da unten an. So, wie ist das mit dem Bus? Rollt der? Wenn ich den jetzt hier... Ach, der hat die Bremse zu, deswegen. Ne, ich bin auf dem Roamer immer noch. Das ist der Bus. Der macht automatisch die Bremse zu. Warum rollt er nicht nach hinten? Jetzt rollt er. So. Ich muss mal mit der Kamera weiter weg. Also nicht mal so ein Roamer kriegt das hin, ne? So viel dazu. Ja, oder? Und das ist ja nun wirklich hier ein V8-Monster. Aber der überhitzt mir hier schon. Warum überhitzt der?
Jetzt kriegt ihr auch noch einen Motorschaden, oder wie? Ja, wahrscheinlich, weil er getuned war, ne? Okay, weißt du was? Huch. Psch. Weggesnappt. Bleib mal hier, Seilchen. So, das wird auch mit dir nichts. So, wir schauen ihm zu, wie er davon fährt. Wo will er denn hin? Nanu? Hier geht nichts mehr, glaube ich. Weg mit dem Auspuff. Braucht kein Mensch. Weg mit dem Chassis. Braucht kein Mensch. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen anderen, versuchen wir noch, und dann belassen wir es für heute. Ich muss nämlich so langsam ins Bett. Also wenn ihr schaut, ist vielleicht mittags nur zwei, wenn ihr aktuell seid, aber ich nehme ja nachts auf, deswegen ist es jetzt schon ziemlich spät. Den oder den? Ich hatte mehr Power. Der hat mehr Power. Ich denke mal, mit dem kriegen wir einen Bus gezogen, oder? Und solange die Seil hält. Aber Seil sollte eigentlich halten. Oh nein, war ich auf dem Seil? Ich war auf dem Seil, ne? Ohne Momento. Replace Current. Ja, ich war auf dem Seil und habe das Seil jetzt ausgetauscht. Der hat sogar eine enge Kupplung, das ist sehr gut. Jetzt gehen wir wieder auf den und tauschen den durch das Seil aus. Und dann ist alles wieder gut. Also das Seil ist nicht schlecht, aber ich glaube, die Kette ist besser, weil die nicht so federt, oder? Aber dann muss ich schauen, ob wir die Kette finden, weil unter Chain kam ja jetzt nichts. Außer ich schaue nochmal. Datenbank, Rope. Suche. Long Rope. Chain. Ball and Chain. Was gibt's denn noch? Kette? Aber Kette bringt ja nichts. Rope? String? Nee. Ja gut, und der Rope hatte nur das hier. Na egal, gut.
Lassen wir das. So, pass auf. Zeichen raus aus der Erde. So, einmal in diese Ansicht. Und dann... Wo machen wir dich fest? Hier. Spurensuche. Man kann das aber schon ziehen, oder? Ja, ich kann den ziehen. Gut. Ah, Hilfe. Das heißt losgelassen. So, jetzt müsste es dran sein. Gut. Okay, packt er nicht. Wir gehen. Wir sperren das hintere Differential. Machen die Transferachse an und gehen auf Low. Okay, wir müssen die vordere vielleicht auch noch sperren. Warum? Was macht er denn da? Ach, er versucht die Gänge durchzuschalten. Ne, dann Hi, aber hier gesperrt. Na, was ist denn los? Okay, ich muss den manuell halten. Der Bus hat die Bremse zu, ne? Nein, der Bus hat die Bremse offen. Jetzt habe ich den Motor an. Bremse auf. Okay, Realistik Schaltmodus. Erster Gang. Ja, was ist der? Guck mal. Kann es sein, dass der Bus relativ schwer ist? Guck mal, was wir jetzt hier für ein Berserker-Fahrzeug haben. Was das für ein Profil hat. Und der Bus bewegt sich einfach keinen Millimeter. Steckt er irgendwie fest? Moment. Jetzt haben wir ein Stück rüber geschoben.
sich kein Millimeter, hör mal. Vergiss es. Überhaupt nicht. Okay, ich lass den mal weiterfahren. Und helfe ihm vielleicht mal nach. Indem ich den Bus ein bisschen anschubs. Oh nein. Halt. Okay. Naja, weißt du was? Bus fährt wieder. Der andere fährt, wo ist er? Ach, der da hinten. Fährt mit der Stoßstange vom Bus fährt er davon. So, das hat aber dem Bus den nötigen Vortrieb gegeben. Deswegen fährt der Bus jetzt wieder. Sehr schnell sogar. Können wir eigentlich hier den Bus am Motor rumfummeln? Was ist das hier? Stoßstange. So viel dazu. Das ist am Motor vergessen. Gut. Wo die andere Karre ist, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich weggefahren. Wir machen einen Busweitwurf. So. So, wo ist das andere Fahrzeug? Ach, hier. Hat eine sehr gute Kühlung. Kommt hier aber nicht mehr raus. Ach, weil immer noch hier mit dem Ding verbunden, ne? So, lösen wir hier auch mal. So, und dann darf der... Huch, wo ist er hin? Oh nein! Umgefallen. Und jetzt sauft der Motor ab, bestimmt. Ist ja schon ganz schön stabil, das Ding, ne? Ja, alles voll geschützt so.
nicht robust. So krank. In welchem Spiel bitte kann man einen LKW so rum? Egal. Ich muss ins Bett. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei BMNG Drive. Und dann habe ich schon was anderes, was ich mir noch überlegt habe. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.